Ich habe diese zwei Journal-Zwillinge gemacht, die ich dir heute gerne vorstellen möchte. Diese zwei Journals werden ein Geschenk sein für zwei Junk-Journal-Freundinnen, die mich hier am Plansee besuchen kommen werden. Wir werden hier so ein kleines Junk-Journal-Meeting abhalten. Und das Besondere an diesem Meeting sind nicht nur diese Journal-Zwillinge, sondern auch die Tatsache, dass wir uns vorher noch nie im echten Leben gesehen haben. Wir kennen uns bisher nur über Social Media und ich bin sehr, sehr aufgeregt und mehr als begeistert, dass die zwei das hinbekommen haben, dass sie mich hier besuchen kommen können und das auch noch zur gleichen Zeit. Jetzt habe ich mir überlegt, ich möchte denen gerne ein Journal schenken, also ne, jeder eins, und habe überlegt, wie mache ich das jetzt? Erstens mal, zwei Journals zur gleichen Zeit zu machen, ist schon etwas Besonderes. Normalerweise mache ich das nicht so. Ich mache eigentlich immer so ein Journal nach dem anderen. Und zum anderen wollte ich gerne etwas haben, was offensichtlich zusammenpasst, aber trotzdem verschieden ist. Zwei komplett unterschiedliche Journals zu machen, das war mir irgendwie sehr fern und deswegen bin ich auf die Idee gekommen, solche Zwillinge hier zu machen. Das bedeutet, ich habe genau die gleichen Materialien verwendet für beide Journals. Sie ähneln sich sehr, sie sind aber trotzdem verschieden. Ich möchte euch heute gerne erzählen, wie ich das gemacht habe und welche Gedanken ich mir dabei gemacht habe, was ich mir überlegt habe und warum ich das genau so gemacht habe. Meine Idee war, wenn dieser Tag schon kommt, ja, also von heute an gesehen, wo ich dieses Video aufnehme, wird das morgen sein. Also noch einmal schlafen, dann stehen die hier. Wenn die schon mal das schaffen, beide hierher zu kommen, dann möchte ich gerne, dass diese Journals, wenn sie hier so sind, so zusammen sind, ne? Und wenn die dann quasi dieses hier in Deutschland ist und dieses hier in Österreich ist, dann sind die zwar in zwei verschiedenen Ländern, aber die wissen, sie existieren und sie gehören zusammen und es gibt jeweils für dieses Journal einen Partner woanders und für dieses Journal einen Partner woanders. Also ja, das war so ein kleiner sentimentaler Anflug von, ihr wisst schon, was ich meine. So, bevor ich euch was zum Innenleben dieser Journals erzähle, zeige ich euch mal das Cover. Es ist ein sehr dreidimensionales Cover geworden. Diese Blüten hier habe ich mit einem speziellen Die-Cut gemacht, den ich durch Zufall vor einigen Wochen auf einer Kreativmesse gefunden habe. Ich bin dort herumspaziert auf der Kreativmesse in Heilbronn und habe plötzlich einen Stand gesehen, an dem lauter solche Blüten waren, in den unterschiedlichsten Farben, Formen und Größen. Da habe ich mir gedacht, was ist das denn Cooles? Und dann stand da so eine Frau. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass das die liebe Petra war, die ich nämlich auch an diesem Tag tatsächlich kennenlernen durfte. Und sie hat sich diesen Die-Cut selbst ausgedacht, quasi aus ihrem eigenen Gehirn gequetscht. Und sie hat ihn dann ja, produzieren lassen und verkauft den nun auf Messen und auf ihrer Webseite. Und zuerst einmal denkt man sich, wie bitte soll eine solche dreidimensionale, total stabile Blüte aus einem Die-Cut entstehen. Ich möchte euch das kurz demonstrieren. Wenn ihr euch diesen Die-Cut kauft bei Farbtonpapier, www.farbton-papier.de, ich verlinke euch das alles auch unten in der Infobox und auch Petras Instagram und ihren YouTube-Kanal und so weiter, sodass ihr euch das alles genau anschauen könnt. Wenn ihr sowas hier euch kauft, dann bekommt ihr solche kleinen Teile. Also diese Die-Cuts hier sind jetzt für drei verschiedene Blüten. Ihr seht schon an diesen Rundungen hier. Ich lege das mal so rum hin, dass man das vielleicht auch besser vergleichen kann. Luise, vielleicht mal ein bisschen mitdenken hier. So, ihr seht schon, die schauen alle ein bisschen unterschiedlich aus. Und dadurch, wie die geschnitten sind, erhaltet ihr dann auch unterschiedliche Blüten. Und dieses hier ist dieses, das da ist dieses und dieses hier seht ihr da nicht, weil ich diese Stanze nicht hier verwendet habe, weil ich nur zwei verschiedene Sorten Blüten gemacht habe. Wenn ihr euch das ausgestanzt habt, ihr braucht immer mehrfach dieses Ding, ja, also wenn ihr euch das ausgestanzt habt aus Papier, braucht ihr mehrere von den Stanzteilen, meine Güte nochmal, ich habe heute Wortfindungsschwierigkeiten. Und dann klebt ihr die zusammen, die werden zuerst gefaltet und dann zu solchen lustigen Gebilden hier zusammengeklebt, sodass ihr lauter solche kleinen Einzelteile habt. Diese Einzelteile, wenn ihr die zusammengeklebt habt, klebt ihr wiederum zusammen zu so einem kleinen Bündel hier. Wie ihr seht, sind die hier jetzt alle aufeinander geklebt. Und dann, wenn ihr genug habt, dann könnt ihr das so
wie bei so einer Eisdeko, zusammenkleben. Also, ne, so ist das zuerst. Voll faszinierend, voll die coole Spielerei auch, wenn man es nicht zusammenklebt. Und dann habt ihr diese Blüte. Hier habt ihr, habe ich jetzt verschiedene Größen gemixt, wie man sieht. Man kann aber natürlich auch die normale Variante machen und alle von diesen Dingern in der gleichen Größe machen. Dann habt ihr so eine regelmäßige Blüte wie diese braune hier. Oder ihr könnt das auch mixen. Dann habt ihr sowas Cooles. Die gibt's in ganz vielen verschiedenen Größen. Zugegebenermaßen ist das hier zusammenzukleben, bisschen frickelig. Da braucht man ein bisschen Geduld und ein bisschen Übung, bis man das so zusammengeklebt hat, dass das wirklich später funktioniert. Bei den größeren Blüten ist das wahrscheinlich nicht ganz so schwierig, weil da einfach diese Einzelteile nicht so klein sind. Also ein bisschen Geduld und ein bisschen Übung braucht es, aber ich finde, das Ergebnis ist mega, mega cool. Also, falls euch das interessiert, wie das genau gemacht wird, Petra hat auf ihrem YouTube-Kanal auch Anleitungen, wie diese Einzelteile zusammengeklebt werden, sodass ihr dann später solche Blüten habt, die man natürlich nicht nur für Junk Journal Cover verwenden kann, sondern auch für andere Sachen. Blumendeko, Fenster, Hänge, Gedöns, Deko, alles Mögliche könnt ihr daraus machen. Schaut mal auf ihrem Instagram-Kanal vorbei, da hat sie hunderte Ideen, wie man das Ganze umsetzen kann. Und ich habe mir gedacht, das könnte man doch total cool hier auf so ein Cover drauf machen. Sie war dann erstmal ein bisschen verdutzt, weil sie sich gedacht hat, hey, Junk Journal, was soll das denn sein? Das kenne ich nicht. Liebe Petra, hier siehst du jetzt, wie ich mir das gedacht hatte. Das ist natürlich nicht die einzige Möglichkeit, wie man das machen kann, mit Sicherheit nicht. Man kann das auch mit Sicherheit in ein Junk Journal integrieren. Auch das habe ich noch vor. Zeige ich euch aber natürlich nicht in diesem Video. Das war jetzt hier mal so der erste Prototyp von dieser Idee, wie man diese Art von Blumen auf so ein Cover bringen kann. Und ich bin sehr erstaunt darüber, wie stabil das tatsächlich ist. Also ich habe erst gedacht, hoffentlich funktioniert das wirklich so, wie ich mir das denke. Ich habe jetzt hier oben noch so einen kleinen Knopf draufgeklebt, aber das ist total stabil. Da kann man draufklopfen, wie man will. Das geht nicht kaputt. Mit dem Auto drüber fahren sollte man nicht, ist klar. Aber das ist, um das Journal zu benutzen, sehr, sehr stabil. Ich habe jetzt hier unten einfach die zweite Lage von diesen Blüten mit Mattmedium auf meinem Untergrund festgeklebt, sodass das da auch wirklich stabil hält und dieser 3D-Effekt aber trotzdem erhalten geblieben ist. Für den Untergrund, also für diesen Hintergrund von diesen Blüten, habe ich verschiedene Materialien verwendet. Hier so ein bisschen Spitze, so ein bisschen grün-braunes Papier, das ist mein Lieblingspapier, das habe ich in Rom gefunden. Bisschen Strukturpaste, Spitze in allen möglichen Variationen. Ach so, und übrigens, falls euch das interessiert, diese kleinen Dinger hier, die benutzt man normalerweise, um so Kunstblumen herzustellen als das Innere von den, also wie heißt das, Blütenstempel. Ich benutze die eigentlich, um Schmetterlingsfühler an Schmetterlinge dran zu kleben, aber hier schaut das total cool aus. Da habe ich einfach hinten ein bisschen Mattmedium dran gemacht und dann in diese Ritzen da reingesteckt und jetzt hält das bombenfest und ist eine coole Dekoration, wie ich finde, für diese Blüte. Ich wollte gerne, dass diese Cover gleich aussehen, irgendwie, also so zwillingsmäßig, aber trotzdem verschieden. Deshalb habe ich das folgendermaßen gemacht. Ich habe genau die gleichen Materialien verwendet, oder ziemlich genau die gleichen Materialien verwendet, aber ein ganz kleines bisschen variiert. Diese Dreieranordnung von den Blumen habe ich hier auf beiden Journals gleich gemacht, weil mir das so am besten gefallen hat, mit dieser größeren Blüte in der Mitte und den zwei kleineren oben und unten. So entsteht, wie soll ich sagen, so eine gleiche Optik, nur durch diese drei Blüten schon mal. Alles, was da drunter ist, ist aus den gleichen Medien und Materialien gemacht. Bloß bei den Die-Cuts habe ich die Farben ein bisschen umgewechselt, wie man hier sieht, und auch die Formen. Auf diesem hier haben wir mehr Braunanteil von den Die-Cuts und auf dieser Seite haben wir mehr Weißanteil. Dieses Teil, was hier nach links so rüber geht, über diese Spitze, habe ich bewusst einmal weiß und einmal braun gemacht, um eben diesen unterschiedlichen Effekt zu erzeugen. Die Crackle Paste habe ich mit Distress Oxide Ink eingefärbt und zwar beides mal mit den gleichen Farben. Wie man aber sehen kann, ist das sehr unterschiedlich getrocknet. Also man sieht, dass es die gleiche Farbe ist, aber es ist trotzdem unterschiedlich. Fand ich irgendwie ganz interessant.
Und hier auf der Rückseite habe ich auch nochmal Crackle Paste verwendet in einer ganz ähnlichen Optik und auch mit Distress Oxide Ink eingefärbt, sodass das dann hier so einen coolen, abgeranzten, grungigen Look erhält. Ich wollte ganz gerne, dass das ein bisschen grungy aussieht. Ihr werdet gleich am Innenleben sehen, dass ich das da auch so ein bisschen so gemacht habe, dass das so ein bisschen abgeranzt aussieht. Die Basis für diese Cover ist eine Papiertüte, so eine ganz normale Einkaufstüte. Da habe ich die Henkel abgemacht, in der Mitte durchgeschnitten und dann so aufeinander geschoben und wieder zusammengenäht, sodass hier eine relativ stabile Oberfläche schon mal entsteht, also so ein relativ stabiles Material. Und darauf habe ich dann Stoff geklebt von innen, wie man gleich noch sehen wird, sodass das jetzt hier ja flexibel ist. Also das ist ein Softcover. Aber es ist sehr, sehr stabil durch diese doppelte Lage von dieser Einkaufstüte und dem Stoff. Also durch den Stoff wird es natürlich unkaputtbar. Und auch hier dieses Spitzentischdeckchen, das geht einmal komplett um den Rücken drumherum, sodass das auch hier an den Kanten unkaputtbar wird. Also wie gesagt, mit dem Auto drüber fahren sollte man nicht. Aber ja. Wenn man das jetzt hier aufschlägt, dann sieht man, upsala, die starten relativ gleich. Ich wollte gerne, dass wenn man das aufschlägt, man sieht, oh, diese beiden Journals gehören offensichtlich zusammen. Übrigens sind das Journal Nummer 79 und 80, was ich jemals in meinem Leben gemacht habe. Ich habe ja mal angefangen, meine Journals durchzunummerieren. Also sagen wir mal die richtigen Journals. So kleine einsignatürige Journals habe ich nicht mitgezählt, aber das ist inzwischen Nummer 80 und ich bin mehr als stolz. Finde ich richtig cool. Macht man sich manchmal gar nicht so bewusst, wie viele Journals man eigentlich schon gemacht hat. Ja, also diese Startseite sozusagen ist relativ ähnlich in beiden Journals, mit den gleichen Materialien auch gemacht. Und auch hier in den Journals findet ihr die gleichen Papiere oder gleichartige Papiere. Ich erzähle euch gleich noch ein bisschen was Genaueres dazu. Diesen Stoff hier habe ich mit Distress Oxide Ink eingefärbt und mit meinem Bügeleisen so runtergepresst. Dadurch entstehen diese bisschen eigenartigen ja, Maserungen hier oder wie sagt man, dieses Muster. Das ist bei dem anderen noch ein bisschen extremer geworden als bei diesem jetzt hier. Da erkennt man das vielleicht ein bisschen besser. Ich habe den Stoff einfach so geknüttelt und dann mit dem Bügeleisen drauf gedrückt, sodass dann diese unterschiedlich starke ja, Schattierung sozusagen von der Tinte durchkommt. Und dann habe ich hier noch auf der Innenseite von dem Rücken ein bisschen umeinander gestempelt. Ich möchte gerne, dass diese beiden Menschen, die diese Journals bekommen, möglichst viel in diesen Journals machen können. Deswegen habe ich 1 Zentimeter Platz gelassen zwischen zwei Signaturen, sodass das möglichst flach aufliegen kann. Wie ihr seht, selbst hier in der Mitte, das liegt sehr flach auf, sodass man da gescheit drin arbeiten kann. Und es ist auch sehr leer. Also ihr werdet euch wahrscheinlich gleich wundern, wenn ihr andere Journals von mir kennt, die sind wesentlich stärker dekoriert. Aber in diesem Fall wollte ich das gerne so haben, dass da möglichst viel Spielraum bleibt. Und das Interessante von diesem Journal dadurch kommt, dass ich ganz unterschiedliche Papiere und Papiersorten verwendet habe. Ich habe sehr, sehr wenig Dekorationen hier drin, wie ich eben schon gesagt habe. Aber an der einen oder anderen Stelle gibt es so Kleinigkeiten wie das hier zum Beispiel. Dieses hier stammt nicht aus meiner Hand. Das hat unsere liebe Sonja gemacht, bekannt als Elise Klatschmohn auf Instagram. Die hat mir das mal in einem Happy Mail geschickt und ich dachte, das passt hier ganz cool rein, weil ich versucht habe, das von den Farben her sehr neutral zu halten. Und sehr viele original alte Sachen zu verwenden, ganz unterschiedliche Papiersorten. Und es gibt aber trotzdem Farben in diesem Journal. Und das ist Orange und Türkis, wie ihr gleich später noch sehen werdet, in verschiedenen Abstufungen. Aber die anderen Papiere unterscheiden sich hauptsächlich durch ihre Art und dadurch, welche Geräusche sie machen, sozusagen. Das hier zum Beispiel ist mein absolutes Lieblingspapier. Das habe ich mal durch Zufall in Rom gefunden und das findet ihr in nahezu jedem meiner Journals, solange der Vorrat reicht sozusagen. Es gibt auch ganz liebe Menschen, die mir zwischendurch mal Nachschub davon schicken, aber das ist nicht ganz so einfach da dran zu kommen. Deswegen, ja, in meinen zukünftigen Journals wird es wahrscheinlich nur noch so kleinere Seiten oder so geben. Sonst muss ich mal wieder nach Rom und Nachschub kaufen.
Hier so ein bisschen Butterbrotspapier, alte Buchseiten. Das hier ist zum Beispiel so eine ganz alte Seifenwerbung. Die habe ich mal ganz am Anfang, als ich mit Junk Journaling begonnen habe, auf eBay gekauft in größerer Menge. Und dieses habt ihr auch schon öfters mal in meinen Journals gesehen. Ich mag das einfach total gerne leiden. Dieses Retro-mäßige und diese Farbkombination schaut einfach cool aus. Und für diese Farben, die hier jetzt vorkommen, passte das ganz gut. Deswegen habe ich das auch hier reingegeben. Paar so Seiten aus Pflanzenbüchern und alles, was man hier so sieht, was so ein bisschen abgerotzt aussieht, habe ich mit Distress Oxide Ink und Wasser bzw. Kaffee gemacht. Das hier ist so ein Transparentpapier, darauf funktioniert das auch erstaunlicherweise ganz gut. Da habe ich auch, also das habe ich so ein bisschen geknüttelt. Ich weiß nicht, kann man das sehen, dass das so ein bisschen, das ist nicht glatt. Ich glaube, das kann die Kamera nicht erkennen. Man fühlt es aber, dass es nicht ganz glatt ist. Und dann bin ich da mit dem Stempelkissen so drüber. Dann habe ich Wasser gesprüht und dann trocknen lassen. Dadurch entsteht dieser coole Effekt. Und ich finde es auch ganz cool, dass das auf so eine weiße Seite, auf so einer weißen Seite so durchkommt. Also das, da sieht man dann natürlich dadurch, was da auf der anderen Seite ist. Aber ich finde insbesondere auf weiß schaut das gar nicht mal so schlecht aus. Es gibt ja einige Leute, die sagen, weiße Seiten in Journals, das ist vielleicht ein bisschen, nee, das macht man nicht. Jede Seite muss irgendwas drauf haben, jede Seite muss irgendwie gestaltet sein. Und ich denke mir immer, warum? Ich möchte gerne anfangen, mehr weiße Seiten in Journals einzubauen, weil ich finde das hat auch seine Berechtigung. Warum soll man nicht eine weiße Seite haben, wo man dann mit so einer ganz cleanen Seite einfach starten kann und seine eigenen Sachen drauf machen kann? Warum soll das nicht auch seine Berechtigung haben? Also das ist natürlich nicht negativ gemeint, aber ich habe mir gedacht, es kann doch auch mal so eine weiße Seite da sein. Ja, so. Dieses Papier hier ist was ganz Cooles. Das ist von einer Tomatenverpackung. Das habe ich neulich von einer Bekannten hier vom Campingplatz bekommen. Das ist so ein bisschen glänzend, ganz stabil, durchsichtig, total cool. Ich habe noch nicht herausgefunden, mit was man da drauf schreiben oder drauf kleben kann, aber das ist in diesem Fall nicht mein Problem. Das müssen die zwei dann rausfinden. Das hier ist einer von den Oxide Jelly Prints, die wir neulich gemacht haben. Und ich habe euch im letzten Video schon gezeigt, dass ich die digitalisiert habe. Und dann habe ich euch gezeigt, wie ihr die so ein bisschen aufpimpen könnt. Also das im Hintergrund ist ein digitaler Druck, den ihr auch in meinem Etsy-Shop finden könnt. Der Link ist unten in der Infobox. Und auch der Link zu dem Video, wo ich euch gezeigt habe, wie man noch eigene Sachen da drauf machen kann und solche Hintergründe für sich selbst personalisieren kann. Ja, hier haben wir auch nochmal total viele verschiedene Papiere hintereinander. Also so, ne? Ich habe versucht, das immer so abwechselnd wie möglich zu machen, dass nicht zwei gleichartige Papiere hintereinander vorkommen. Das hier ist so ein Schnittmusterbogen, hier so eine alte Quittung. Hier habe ich so ein kleines Cluster gemacht aus auch einem mit Oxide-Tinte gefärbten Fotopapier und hier diesem Tim Holtz Collage Paper. Da hatte ich noch so ein Stückchen übrig, habe ich einfach hier drüber genäht und das hier drauf geklebt. Das macht jetzt auch ganz interessante Geräusche, obwohl man das nicht so gut hört. Das hier ist so eine Butterbrotstüte. Die habe ich hier auf dieser Seite zugelassen. Auf der anderen Seite ist sie natürlich offen, weil ne, Butterbrotstüte ist blöd, wenn das keine Öffnung hat. Aber hier habe ich es zugelassen, damit die beiden selbst entscheiden können, ob sie das hier aufschneiden wollen, um hier eine Tasche zu haben, oder hier aufschneiden, um dort eine Tasche zu haben, oder gar nicht aufschneiden, drauf schreiben oder was auch immer, oder in der Mitte ein Loch reinstanzen. So sind die Möglichkeiten so vielseitig wie irgendwie möglich. Das hier ist aus meinem Tea-Stained Butterflies Papierset. Das ist auch ein digitales Papier, was ihr in meinem Shop finden könnt. Da gibt es solche Hintergrundseiten, was auch so ein bisschen grungy aussieht mit Schmetterlingen. Und es gibt auch Ephemera dazu. Ich verlinke euch das auch unten in der Infobox. Das hier ist auch nochmal einer von diesen Oxide Jelly Prints, die ich ausgedruckt habe. Und dann habe ich da Goldfarbe und weiße Acrylfarbe drauf gespritzt, sodass das jetzt hier so einen coolen shiny Effekt hat. Und auch das finde ich sehr interessant, verschiedene Medien auf so einen digitalen Untergrund zu machen, weil dann einfach das Papier so nochmal so eine neue Dimension kriegt. Ja, hier ist die andere Seite von dieser Papiertüte, wo die natürlich hier offen ist, wo man dann was reinstecken kann. Und ihr seht schon, es gibt hier auch wenig Taschen oder irgendwie sowas. Ich habe ein paar wenige Dinge hier eingebaut, wie das zum Beispiel. Das ist ein Tag, der gleichzeitig eine Tasche ist. Den kennt ihr vielleicht vom letzten Jahr im Dezember aus der Diffemeramba-Reihe, die ich mit Barbara von 49 Dragonflies zusammen gemacht habe. Da
habe ich diesen Tag gemacht und einen zweiten. Der zweite befindet sich in dem anderen Journal, sodass das auch dann wieder zusammenpasst. Dieses hier ist auch von Sonja, Elise Klatschmohn. Achso, und wenn ihr die DFM-Remember-Reihe verpasst habt, schaut mal bitte in meine Playlists. Dort werdet ihr eine Playlist finden, die heißt DFM-Remember. Dort findet ihr die ganzen Videos, die wir letzten Dezember veröffentlicht haben. Und wenn ihr jetzt denkt, Dezember, oh, das hat irgendwas mit Weihnachten zu tun. Nein, die meisten Videos sind nicht so sehr weihnachtlich. Ich weiß, einige von euch schauen gerade aktuell diese Serie an und basteln die Sachen nach, die wir da gemacht haben. Also wir haben das so gemacht, dass es nicht, wer weiß, wie weihnachtlich ist. Ihr könnt das auch jetzt im Mai, Juni, Juli, August oder wann auch immer im Jahr noch machen und diese Ideen dort umsetzen, die ihr da in den Videos finden werdet. Also manche Sachen sind natürlich winterlich und manche Sachen sind auch weihnachtlich, aber ihr könnt das auch auf andere Themenbereiche natürlich übertragen, wenn ihr möchtet. Oder schon mal für nächstes Weihnachten was machen. Das geht ja auch. Auf die Rückseiten von diesen Jelly Prints, also das hier ist auch nochmal so ein Oxide Jelly Print mit bisschen weißer Acrylfarbe drauf. Auf die Rückseite habe ich hier meine Milky Florals gedruckt. Das ist ein sehr neutrales Hintergrundpapier, was ihr auch in meinem Shop finden könnt. Verlinke ich euch auch unten in der Infobox. Dieses Papier kommt von IKEA. Das war so ein Verpackungspapier. Hier sind so ein paar so Löcher. Das hat so eine ganz coole Struktur. Das ist da so ein bisschen so, ja, wie sagt man, da so reingestanzt. Und wenn das im Karton ist, dann sorgen diese Löcher dafür, dass das Papier wie so eine Wurst ist und dass das so aufgeplustert ist. Wenn man das dann vorsichtig auseinander macht, erhält man so ein cooles Papier mit diesen, ja, fühlbaren Löchern und Erhabenheiten. Das finde ich ganz cool. Das hier ist ein Jellyprint, den ich mal gemacht habe. Vielleicht kommt euch das Muster bekannt vor, denn diesen Jellyprint habe ich verwendet für mein The Show Must Go On Papier. Das kennt ihr vielleicht vom letzten Jahr im Sommer. Da haben wir eine etwas größere Kollaboration gemacht mit verschiedenen YouTubern, wo wir alle dieses Papier verwendet haben. Und das hier ist einer von den Original Jellyprints, die ich gemacht habe, um eben die Hintergründe für dieses Papier zu erstellen. Das ist auch noch mal einer von den Milky Florals, hier sehr hell ausgedruckt, damit man auch hier die Möglichkeit hat, noch zu schreiben. Hier auch noch mal so ein kleines Ding, das ist dieses kleine Cluster. Das ist auch von Sonja, Elise Klatschmohn. Die hat mir mal mehrere davon geschickt und ich fand das jetzt ganz cool, dass ich die einfach hier reinmachen konnte, weil die da so schön dazu gepasst haben. Das ist auch aus dem Tea-Stained Butterflies. Also wie gesagt, alle digitalen Sachen, die ich hier drin verwendet habe, verlinke ich euch unten in der Infobox. Dieses Teil stammt auch aus der Defamerimba-Reihe. Das hier ist jetzt, ja, ein bisschen, wie sage ich, winterlich. Aber ich finde, auf dieser weißen Seite kommt das eigentlich ganz cool. Ich habe hier einfach so ein Scrapbooking-Papier eingebunden, also ganz normal in die Signatur. Das ist hier zufälligerweise die Mitte der Signatur. Diese Idee würde aber auch an jeder anderen Stelle einer Signatur natürlich funktionieren. Dann habe ich das hier genommen und habe das so auseinandergerissen. Und dann habe ich dieses Ding so dran gemacht. Das ist jetzt hier so ein Klappteil. Und hier ist so eine kleine Tasche, in die man noch etwas hineinstecken kann. Habe ich einfach mit der Lasche hier hinten festgeklebt. Und natürlich könnte man auch das wieder zusammenkleben oder man könnte das hier als Startpunkt für eine Collage verwenden, wie auch immer. Und ich habe versucht, die Papiere so ein bisschen abzuranzen, dass das Ganze so ein bisschen grungy aussieht, damit das Journal auch nicht, wer weiß, wie leer aussieht, ja? Also, ich finde das ein bisschen mysteriös. Ich habe noch nie, glaube ich, noch nie so ein leeres Journal gemacht, wie dieses hier ist. Aber es kommt mir gar nicht leer vor durch die unterschiedlichen Arten der Papiere, die da drin sind. Also da war ich selber ein bisschen überrascht. Dadurch, hier sind, glaube ich, bis auf zwei, nein, bis auf drei keine Taschen. Hier sind keine Tuckspots oder irgendwas, keine Cluster irgendwo hingeklebt, bis auf die Sachen von Sonja. Und bis auf das hier ist so ein kleines Bellyband. Das habe ich auch in der Defamerimba-Reihe gemacht. Aber das ist wirklich alles so. Moment, so ein kleiner Pilz kommt da hinten noch. Aber das ist für meine Verhältnisse wirklich sehr, sehr wenig an Dekoration, an Taschen und so weiter. Das da oben ist schon eigentlich so das Größte an Embellishment, was man sich hier so vorstellen kann. Oder dieses kleine Gewusel hier von diesem Fäden, aber genauso wollte ich das haben. Ich möchte gerne, dass die beiden dieses Journal so füllen können, wie sie das selber gerne möchten, in ihrem eigenen Stil und mit ihren eigenen Ideen, mit eigenen Taschen, mit eigenen Collagen oder nur reinschreiben oder sowas. Das soll wirklich, ja,
eine Sammlung an ganz verschiedenen Papiersorten sein, die Sie selber dann so ausgestalten können, wie Sie das gerne möchten. Hierzu gibt es auch ein Video, deswegen stoppe ich hier gerade bei dieser Seite. Das hier war so ein Verpackungspapier, ich glaube von Amazon, was ich auch mit Distress Oxide Inks eingefärbt habe, und dann habe ich da verschiedene Experimente gemacht, unter anderem mit Goldfarbe, wie man hier sehen kann, mit Schablonen. Das sieht man jetzt auf dieser Seite nicht, kommt aber auch in dem Video vor. Ich verlinke euch das Video auch unten in der Infobox. Ich finde diese Seite so genial. Ich bin ein bisschen traurig, dass ich die jetzt hier abgeben werde, aber ich weiß ja, wo es hingeht, also bin ich nicht mehr ganz so traurig. Das hier ist so Tapete, die ist auch so ein bisschen embossed. Ich glaube, das nennt man anders. Das ist hier so ein Schaum so drauf, aber das fühlt sich so embossed an, ist ein bisschen erhaben. Und alle alten Rechnungen und so weiter, so Ledger Paper, was ich hier reingetan habe, sind alles Originale. Also ich habe hier keine Kopien verwendet, wobei man das natürlich auch theoretisch machen könnte, aber für dieses Journal wollte ich das gerne, dass das Originale sind. Dieser Tuckspot hier, den habe ich auch während der Defemeramber-Reihe gemacht. Also wie gesagt, das hier ist einer von den wenigen Plätzen, wo man jetzt schon etwas hineinstecken kann. Die anderen Plätze muss man sich selbst erschaffen. Das habe ich aus so Tackernadeln und so kleinen Perlen gemacht. Das Video findet ihr auch in der Defemeramber-Playlist. Ich finde das eigentlich ganz cool. Das passt hier ganz gut hin. Ich finde, diese Farben hier passen sehr gut mit diesem Gold hier zusammen. Ja, und das war's im Großen und Ganzen auch schon. Hier haben wir auch noch ein kleines Embellishment mit so Pilzen. Das haben wir auch in der Defemeramber-Reihe gemacht. Also wenn du wissen willst, wie ich das gemacht habe, einfach mal durch die Videos scrollen. Da siehst du schon an der Vorschau des Videos, welches das ist. Also das ist unschwer zu erkennen. Ja, und das war's auch schon. Und jetzt bin ich ein bisschen nervös. Weil jetzt muss ich diese zwei Schätzchen hier verpacken und dann werden die morgen an ihre neuen Besitzerinnen gehen. Für das zweite Journal habe ich das so gemacht, dass ich wirklich, ich blätter da jetzt nicht komplett durch, ne? Nur dass ihr einen Eindruck bekommt, falls ihr sowas auch mal machen wollt. Ich habe da die gleichen Papiere genommen, also die gleichen digitalen Ausdrucke. Zum Beispiel diese Oxide Jelly Prints, das T-Stained Butterflies, diese Milky Florals. Also das ist alles aus den gleichen Printables, sodass sich das schon mal gleicht. Das, was ich drauf gemacht habe, ist aber verschieden. Und hier zum Beispiel seht ihr, das ist auch aus diesem, also das ist quasi eine zweite Seite von diesem, was ich euch da eben erzählt habe, in dem gleichen Rutsch sozusagen entstanden. Wie das hier. Also, ne, man sieht, dass die beiden Papiere zusammenpassen, dass sie offenbar mit der gleichen Technik gemacht sind. Sie schauen aber verschieden aus. Und das habe ich eben auch mit den anderen versucht. Zum Beispiel auch mit den Jelly Prints, wo die Original Jelly Prints hier drin sind. Dieser zum Beispiel ist in der gleichen Jelly Print Session sozusagen entstanden wie die anderen. Und die sind zwar von den Farben unterschiedlich, aber ich habe hier einen Jelly Print, habe da einen Jelly Print oder zwei oder drei. Ich weiß nicht genau, wie viele es insgesamt sind. Und so habe ich eben versucht, das möglichst gleichmäßig aufzubauen. Die Seiten sind natürlich nicht in der gleichen Reihenfolge wie in dem anderen Journal, aber es kommen die gleichen Papiere vor. Dieses hier zum Beispiel ist von so einem ganz alten Fotoalbum. So eins gibt es da drin auch. So ein Blindenschriftpapier gibt es in dem anderen auch. Dieses Tomatenboxpapier gibt es in dem anderen auch und so weiter und so fort. Von den Drucken sind es die gleichen Sets, aber unterschiedliche Seiten mit unterschiedlichen Techniken behandelt. Macht das Sinn? Ja, ich hoffe, dass das für euch Sinn macht und ich hoffe, dass das eine kleine Anregung war, wenn ihr euch auch vielleicht mal so etwas machen wollt als Geschenk oder so, wo ihr sagt, okay, die können gleich sein, aber sie müssen irgendwie Zwillinge sein, sodass, wenn man das anguckt, man merkt, okay, das ist verschieden, obwohl sie irgendwie gleich sind. Und wenn das eine zu der Person geht und das andere zu dieser Person, dann werden sie trotzdem auf Ewigkeit eine Verbundenheit verspüren, weil sie so gleich gemacht sind. Ich habe heute irgendwie, glaube ich, ein bisschen meinen romantischen Tag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bleibt gesund, bleibt kreativ. Tschüssikowski!